Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Daniro LP und ich begrüße euch zurück zu Final Fantasy 7 Rebirth von Let's Play Final Fantasy 7 Rebirth. Ich weiß nicht, warum ich das immer vergesse dazu sagen. Ja, ich chille gerade nur so mit meinem Bro Snap und wir machen uns bereit für unseren Strandausflug in Costa del Sol, aber die scheinen irgendwie nicht Bock zu haben, ihre Badeanzüge auszupacken, deswegen gehen wir mal ohne den, ne? Und ja, wir kommen gerade frisch von der Schifffahrt der Shinra 8, wo wir ein Turnier, ein Kartenturnier gewonnen haben, ein Blut der Königin Kartenturnier, wo wir gegen Red gespielt haben im Finale. Naja, eigentlich haben wir nicht gegen Red im Finale gespielt, aber als letztes haben wir gegen ihn gespielt, ne? Das war sehr lustig. Und ja, dann wurden die Passagiere vom Schiff von Monstern angegriffen, weil auf dem Schiff so Monster aufgetaucht und die haben wir geplättet. Dann kam Sephiroth, dann kam Genova. Letztere haben wir geplättet und jetzt sind wir endlich in Costa del Sol in der Coral-Region angekommen. Und ja, wir sehen mal hier, wie es weitergeht. Ich bin gespannt. Ich weiß einige Sachen, was hier so vielleicht passiert. Und ja, einige. Na, wartet ihr einfach? Okay, ich dachte, jetzt kommt in der Cutscene oder so, weil ihr so am Warten wart. Aber ne, ihr wart einfach nur so, damit ihr euch wieder anschließen könnt. Ne? Ich will darüber springen. Kann ich nicht. Und ja, guck mal, was hier so abläuft, ne? Hier werden sie wahrscheinlich wieder eine Menge Sachen machen, die im Original nicht passiert sind, ne? Ich bin mal gespannt. Kann ich so ein Ding benutzen? Mit einem Wheelie lässt sich Costa del Sol einfach und bequem erkunden. An den Touristeninformationen kannst du je nach zurückgelegener Entfernung tolle Preise gewinnen. Schau doch mal nach, welche Sonderaktion gerade läuft. Absolut. Oh Gott. Oh Gott. Ui. Oh, da ist schon wieder hier so, wo der Schulterknopf irgendwie so voll hart zum Reindrücken ist. Ey. Wow. Schau mal, Leute. Oh. Ich kann im Kreis fahren. Das Spiel hat schon irgendwie so richtig einige lustige Untertöne, ohne halt irgendwie zu versuchen, habe ich so gefühlt. Ja, die Szene mit Red hier im letzten Part und diese Schwarzkutten, ne? Also das Spiel gibt mir in dem Sinn irgendwie so Jojo Vibes, ne? Weil Jojo weiß ich nämlich auch nicht, also Jojo's Bizarre Adventure, da weiß ich natürlich auch nicht irgendwie. Weil Jojo's Bizarre Adventure ist manchmal ganz schön witzig, ne? Und ich weiß bis heute nicht, ob die Serie absichtlich witzig sein will oder ob die irgendwie voll ernst zu sein mit ihren Posen und so was alles, ne? Aber die tun auf absolut miserabelste Weise failen und die Sache deswegen irgendwie witzig machen. Da kennt ihr das, wenn ihr irgendwie so einen Film habt oder so, ihr guckt so einen Film, aber der ist so schlecht, dass er schon wieder gut ist. So, ich will damit jetzt nicht sagen, dass Jojo's Bizarre Adventure schlecht ist, ne, aber ich liebe die Serie, ne, aber ihr müsst halt einfach mal so im Sinne hier von, wie kann ich jetzt wieder aussteigen, da ja, tut nur anstatt schlecht irgendwie witzig machen, ne? Also Jojo's Bizarre Adventure ist irgendwie voll witzig, ne, aber ich weiß nicht, ob die Serie versucht witzig zu sein oder ob die versucht voll ernst zu sein und deswegen voll am Fehlen ist. Ich habe gerade voll gehört wieder. Ich habe nur gerade gehört. So. Und so kommt mir dieses Spiel gerade vor. Ne? Also ich nehme an, diese Schwarzkunden, wir sollen uns die angucken und sagen so, oh ja, die haben bestimmt irgendwas vor, ne? Oder wir müssen die verfolgen, ne? Damit nichts mit dem passiert, ne? Aber dann werden die ganze Zeit von irgendwelchen Monstern gegessen oder getötet und dann stehen da diese drei Typen am Strand, stehen einfach nur so voll tot so rum, so. Also ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob das Spiel irgendwie. Oh Gott! Vorsicht, 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 Vorsicht! Oh Gott! So, oh, da kann man hoch. Kann ich mit euch reden? Ihr habt wieder Smileys. Hast du was entdeckt, Aris? Oh. So. Ich hätte nie gedacht, dass ich irgendwann das Bild sehen würde, wie Cloud auf so einem Wheelie rumfahren würde.
Ja, ich kann auch leichter rücken, dann fährt er halt nicht so schnell. Oh mein Gott. Das mit der Musik auch noch mit. Ah ja. Ehrenwerte Verkäuferin, haben Sie etwas zu verkaufen? Oh, ich habe meinen Spaß in dem Spiel. Das wird bestimmt mein Lieblingsspiel dieses Jahres. Oh Gott. Wow. Wenn das Spiel nicht Spiel des Jahres wird, dann wäre ich ein bisschen, weil nicht. Würde mich ein bisschen traurig machen. Aber das Jahr ist noch sehr lang, also da können noch viele Sachen, da können auch andere Baldur's Gates oder irgendwie sowas rauskommen. Der Baldur's Gate war ja letztes Jahr, oder war es Elden Ring? Ja, ich glaube Baldur's Gate war Spiel des Jahres letztes Jahr, ne? Und viele Leute haben sich darüber aufgeregt, weil die halt wollten, dass Chatley, was geht? Warte, ich komme zu dir. Mir gefällt dir mein Wheelie. Kann ich damit in der Weltkarte rumlaufen? Und Aloha. Willkommen in Costa del Sol. Tanzt du gern, Clown? Ich habe das gerade zum ersten Mal probiert und bin ganz und gar begeistert. Wollen wir es nicht mal gemeinsam versuchen? So, wie sieht's denn hier aus? Was haben wir hier? Schwerkraft? Oh, Gravitas? Ja, Gravitas. TP-Absorption. Auto Waffenfeld. Oh, davon hätte ich gerne noch mehr. Auf Lager 7. Wie viel habe ich im Moment? Das steht nicht, weil ich die ausgerüstet habe, ne. Falls ich dir mit irgendwas behilflich sein kann, lass es mich einfach wissen. Na gut, Shelley, ich verabschiede mich. Ich fasse es nicht, dass man hier mit einem Wheelie durch die. So, was muss ich denn hier machen, so storymäßig? Stadtzentrum. Soll ich hier hin? Also ich will natürlich nicht die Hauptmission jetzt mal fortsetzen. Ich will erstmal hier gucken, was hier los ist, ne? Aber ich will einfach nur wissen, wo ich als letztes hin muss, ne? Aloha. Was ist hier? Wenn Sie wissen möchten, was Costa alles zu bieten hat, sind Sie hier genau richtig. Ah, über Promenade, über einen Strand, über Hotels. Was Hotels angeht, so sind sowohl das Costa Royal als auch das Costa del Sol Resort sehr zu empfehlen. Es gibt auch viele andere Hotels. Ja, man konnte sich im Original ein Haus kaufen hier. Ich fürchte, es wird schwierig, kurzfristig noch ein Zimmer zu finden. Stimmt, man konnte sich irgendwie, weil nicht ein Haus kaufen im Original. Für einen absolut absurden Gil. So, Leute, hier. Los, alle hier rein. Kommt. Leute. Ich habe gedacht, wir können jetzt alle mit so einem Ding. So Red hinter so einem Ding. Geil. Ja, man kann sich, glaube ich, hier ein Haus kaufen. Das bringt absolut gar nichts, glaube ich. Es gibt einen Weg, wie Sie Ihren Aufenthalt in Costa noch aufregender gestalten können. Nehmen Sie an unserer Wheelie Sonder. Ja. Wenn Sie wünschen, erkläre ich Ihnen gerne, wie das abläuft. Alles, was oh, ist das diese eine Arena, die ich. Ist das diese Arena, die ich letztens gesehen habe? Muss man da irgendwann mit dem Wheelie machen? Jawohl. Gibt es auch tolle Belohnungen. Oh, ich werde nur mit dem Ding durch die Gegend fliegen. Die gibt es auch in Gelb. Gibt es die in Grün? Gehen, oder? Da hinten ist jemand mit in Gelb rumgelaufen. So, Weltenbummler-Pin, Stirnband 4000 Meter, kriege ich locker. Ich gratuliere, das war die richtige Antwort. Damit kommt die Sache auch gleich ins Rollen, denn Sie sind jetzt registriert. Mal sehen, Ihr Kilometerzähler sagt. Herzlichen Glückwunsch! Damit haben Sie sich Ihre Veteranenlizenz. Nur schon 1000 oder so. Fällt Ihnen das Fahren auf den Wheelies? Moment, sagen Sie nichts. Ihr Gesicht verrät mir, Sie sind ein ja. Fan. Richtig? Wann darf ich Ihnen nun diesen Preis überreichen? Wachmacher. Leihen Sie sich Wheelies aus, machen Sie damit. So, kriege ich ja locker hin. Ja, schon 1300. Ja. Sprechen Sie mich einfach an. Gib mir 5 Minuten und ich habe das erledigt. So. Bin noch nicht erkunden mit der. Bin noch nicht fertig mit der Kunden. Warte mal, ist da noch was? Also über die Quest noch nicht ab. Sorry, Tifa. Ja, Quest. Gibt's da schon was? Nein. Okay. Dann zurück auf mein Video. Oh,
kann ich da auch. War nicht, Leute? Nein. Oh. Da, wo ist Yuffie? Ich habe eine Quest hier mit Yuffie. Ich weiß genau, was hier passiert. Ich weiß, was sie im Original gemacht hat hier in Costa del Sol. Dann wird sie wahrscheinlich auch hier machen, ne? Oh, da ist ein Gelber. Hoffentlich gibt es einen Grünen hier. Aus dem Weg, Leute. Bleibt aus dem Weg. Ich bin mobil. Hey, warte mal, was ist das? Was ist das? Das sieht wichtig aus. Das ist ein Kaktor, das ist ein Kaktor, ne? Muss ich davon ein Foto machen oder so? Ich bestimmt eine Quest führen, ne? Wird notiert. Und das ist ein Bomber. Was ist das hier? Materia Shop? Was ist das hier? Es tut mir leid, aber wir haben momentan Boah. Leider noch geschlossen. Dann gehe ich wieder. Tüdelü. So, schon direkt der Leser. Ich dachte, er war um Ecke. Herzlich willkommen. Kartenladen, her damit. BDK Booster Pack, Schrecken der See. Habe ich doch schon. Sandkalamar, Aerokrake. Ja, ich nehme an, das ist nicht die Karte, die ich vom Dings bekommen habe hier, von dem Turnier. Vielen Dank für Ihre, ich nehme an, da kann man die kaufen, falls man hier ein Turnier geskippt hat, ne? Aber gibt's nichts mehr. Also weg, Leute. Boah. Oh Gott. Materia heißt. So, oh, da ist ein blauer. Grün. Ich brauche einen Grün. Wo ist ein Grüner hier? Mit einem Wheelie lässt sich Costa in Windeseile erkunden. Ist das Zeichen hier ein Dings? Einfach nur. Parkplatz für blaue Wheelies. Okay. Ich halte meine Augen offen. So, du hast eine Sprechblase. Warum hast du eine Sprechblase? Joffi! Oder eher was Heißes. Ich meine, wenn das hier nicht. Ich hab direkt ja Klamotten geändert. Oder? Ja, wie ein Vulkan. Ja, wie ein Vulkan. Hey, du bist ja doch gar nicht so dumm, wie ich dachte. Meine Verbundenheit zu Joffi hat sich verändert. Nehmt ihr mich nicht bei euch auf? Ja! Ja, ja, komm. Schließe ich uns an, Yuffie? Ich habe sie gar nicht erkannt in den Klamotten. Ich habe schon gewundert, warum ist denn da ein Smiley drüber? Ich bin echt voll angenehm, weißt du? Und ich würde euren Altersschnitt auch mega senken. Ist sie in unserer Truppe? Ich sehe sie nicht. Wo ist sie? Na gut, Juffi, wir sehen uns. Ich habe schon gewundert, warum ist denn da ein Piratenparty? Warum ist denn da ein Smiley bei diesem NPC? Das ist einfach nur Juffi in eine andere. Oh Gott, Attire nennt man halt auf Deutsch so Attire. Tut mir leid, aber momentan haben wir noch geschlossen. Boah, warum habt ihr denn? Bitte später wieder. Warum hat den alles geschlossen? Das ist echt ein Schießstand. Cool. Ja, gibt es wahrscheinlich eine Menge Minispiele, nehme ich an, ne? So. Nein, noch nicht. Das Costa Royal, etwas Erholung, die Wheelie Sonderaktion. Ja. Oh Gott. Ja, da werde ich wohl irgendwann hier abgeschlossen haben im Laufe der Zeit, ne? Okay. Was soll ich hier schon mal so ein bisschen weiter in der Story machen? Damit ja auch wahrscheinlich erstmal alles aktiviert oder abgeschlossen wird oder so. Ja, da haben wir den Fiebelladen, ne? Ich will mich erstmal hier umschauen, so. Aloha, eine Runde schmökern. Lass dir ruhig zeigen. Okay.
Keine Truhen, keine grünen Wheelies bisher. Meine Suche geht weiter. Ups, Entschuldigung, Entschuldigung. Auf der Suche nach Truhen bin ich auch. Die sehen auch irgendwie wichtig aus. Vorsicht, 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 Vorsicht. Und ja, ich werde nur mit dem Ding hoch durch die Gegend fahren. Und er könnte mich nicht aufhalten. Da ist der Waffenladen. Lass mich mal da rein. Hallo. Oh, Megalodon, Armreif, Abyssusreif. Irgendwie komme ich nicht dazu, irgendwie Geld für irgendwas auszugeben, ne? Komm kaum rein. Wahrscheinlich brauche ich die auf irgendwas, ne? Megalodon, Armreif. Ja, verteidigungsmäßig sind die natürlich besser. Danke und bis nächstes Mal. Aber ich warte erst noch, bis wir hier uns ausrüsten. Ich hoffe, ich vergesse das nicht. Bonk. Ja, dann suchen wir mal einige Hauptmissionen hier abschließen, ne? Nehme ich an. Damit wir hier... Ich habe jetzt aber eine Materie. So. Warte mal hier. Umkleidräume. Bitte sag mir, es gibt Kostüme in diesem Spiel. Nur ein Strandberg. Oh, what? Gibt es ja Kostüme in dem Spiel? Okay, ich will ganz ehrlich sein, ich habe schon einige Bilder gesehen. Einige Leute haben, also kleiner Spoiler nehme ich mal an, aber ich nehme an, unsere Gruppe wird irgendwie gleich in Strandklamotten irgendwie rumlaufen. Ich meine, Yuffie läuft schon hier in Strandklamotten rum, ne? Und sie ist Party, ne? Und ja, deswegen, ich wusste schon, ich habe schon Bilder davon gesehen, von, ich glaube Tifa und Eris in Strandklamotten, und das hat einigen Leuten anscheinend nicht gepasst, ne? Weil da kommen wir wieder darauf zurück, was die einzige Kritik ist, die ich von dem Spiel und Materia, dass die einzige Kritik, die ich von dem Spiel gehört habe, ne? Dass irgendwie Leute sich wieder beschwert haben, dass Eris oder Tifa zu heiß sind, ne? Und genau, oh ja, ein Stirnband habe ich auch bekommen gerade, ne? Oder nee, da war eine Belohnung da. Also ja, da ist die einzige Kritik, die ich von dem, oh, das ist auch Materie. Hey, willkommen. Was darf es heute? Ne, warte mal, das hier ist Materie. War gerade das Wort, ne? Behandeln. Antidot. Oh, da muss ich erstmal zu Medica hochleveln. Boah. Ja, damit. Oh, Barriere. Habe ich doch schon, ne? Gestärkte Abwehr. Courage. What? Erfüllung mit einer gestärkte Attacke. Ach so. Ja, damit. Was haben wir hier noch? Sonst nichts Neues, ne? Barriere haben wir schon. Soll ich mal noch einen holen? Nee. Ich glaube, ich weiß nicht, wen ich da gegeben habe. Irgendjemand habe ich da gegeben. Aber bevor ich... Lass mal gucken. So, Tifa hat ja Linksbein erklärt. So, heilen, Gewitter, Glut, Frost. Heilen. Irgendjemand hatte Barriere. Gestärkte Abwehr, ne? Das ist ja Barriere, ne? Ja. Gestärkter Angriff. Der wäre natürlich auch nicht schlecht für irgendjemanden. Weil halt wieder so Sachen sind, die kann man jeden geben, ne? Und bei jedem wird das halt gut sein, ne? Wenn man dafür keinen Magiewert macht, da kann man halt nicht mit Schaden abziehen, ne? Wenn jemanden irgendwie Blitz gibt und der hat wenig Magie, dann macht er halt weniger Schaden, ne? Also da trifft auch Barriere und so was, nehme ich mal nicht zu. Außer die Dauer von dem Ding wird irgendwie dadurch erhöht. Amulett aus alter Zeit. Die Willenskraft und 10. Du hast nur eins davon auf Lager. Dann kaufen wir uns dann mal. Also ja, wie gesagt, die einzige Sache, die ich von dem Spiel wusste, bevor ich jetzt gespielt habe, ist, dass man
dass Tifa irgendwie wieder, dass Leute sich beschwert haben, dass Tifa wieder zu heiß ist, ne? Und jedes Mal, wenn ich irgendwie von was irgendwie gehört oder gesehen habe, dann ist das immer so in Verbindung gewesen mit Tifa in einem Badeanzug. Und ich habe schon gewusst, es war Costa del Sol, ne? Auf, wo sie sich befand, ja, von diesen Bildern. Und ja, deswegen bin ich gespannt, wie das hier jetzt gleich abläuft, ne? Aber darüber haben sich einige Leute halt beschwert, ne? So, Tifa ist schon wieder zu heiß, ne? Und dann packen sie sich hier in einem Badeanzug, dann sieht sie ja noch mal 10-mal heißer aus wahrscheinlich, ne? Und da hat einige Leute irgendwie wohl nicht gepasst und einige Leute aufgeregt, was ich persönlich ziemlich doof finde, weil ich irgendwie nichts dagegen habe, irgendwie, wenn ein Charakter gut aussieht. Also weiß ich, warum andere Leute das stört. Ich meine, ich weiß, warum das andere Leute stört, weil das halt so, ja, ich habe jetzt, habe ich mein Ding abgelegt, ne? Weil halt Leute meinen, ja, das ist unrealistisch, ne? Der Charakter sieht zu gut aus, er ist unrealistisch, ich kann mit dir reden. Es tut mir wirklich leid. Was? Wir befinden uns noch in der Vorbereitung für unser großes, okay, Event. Ich bitte um etwas Geduld. Also ja, nehmen wir dich dann mit. Also ja, ich wusste halt, dass irgendwie hier, dass die Leute hier in Badehosen, Badeanzügen rumlaufen, irgendwie sowas, ne? Habe ich schon irgendwie so was von gesehen und ja, deswegen will ich nicht so tun, als wüsste ich davon nichts, ne? Also eine der wenigen Sachen, die ich von dem Spiel wusste, und einige Leute haben sich halt darüber aufgeregt, was ich persönlich voll blöde finde. Ich bedauere, aber ohne Reservierung kann ich Ihnen leider kein Zimmer geben. Beehren Sie uns bitte bald wieder. Also haben wir jetzt hier um die ganze, also haben wir uns jetzt hier bei jedem Hotel irgendwie so umschauen, um zu gucken. Tifa! Bruder! Tifa! Johnny? Was? Johnny? Boah, ey. Lang nicht gesehen. Freue mich riesig. Wir sehen ja echt jeden. Charakter. Sag mal, was machst du hier? Sehr gute Frage. Ich verwirkliche hier meinen Traum. Stellt euch mal vor. Obwohl, Johnny kam auch im Original vor. Naja, allerdings nur ein kleines Hotel. Prima. Waren nämlich gerade auf der Suche. Ist noch was frei? Na, für euch doch immer. Ich fänd's toll, wenn ihr kommt. Endlich wieder Relevanz. Ihr werdet dann nämlich meine ersten Gäste. Also, ich weiß nicht. Komm schon, Barrett. Wozu sind wir denn Freunde? Ihr braucht euch echt nicht zurückhalten. Okay. Dann lasst uns mal los. Hey! Na los, macht schon! Okay. Bleibt dicht hinter mir, hört ihr? Okay. Ich will schließlich meine geschätzten Gäste nicht. Oh, ich mein Ding geparkt. Ich hab den Laden gerade. Ich bin direkt hinter dir. Ist noch nicht komplett eingerichtet, aber trotzdem schon ziemlich schnieke. Mann. Wenn ich so daran zurückdenke, der Anfang hinter der Johnny. Echt hart. Keine Arbeit, kein Geld, keine Freundin, kein gar nichts. Stufen? Oh Gott sei Dank. Aus dem Weg, Leute. Der Bürgermeister so nett war, sich meiner anzunehmen. Hat mir einen super Preis für das Hotel gemacht, weil ich so abgebrannt war. Den halben Marktpreis, stellt euch das mal vor. Warum ist er? Ich darf ihn sogar im Raten abstoßen. Johnny Seaside. Ich war echt zu Tränen gerührt. Warum ist dein Hotel hier hinter so Kisten versteckt? So, gib mir das. Wir sind, glaube ich, hier schon außerhalb von Costa del Sol. Johnny. Jawohl. Ah. Ich präsentiere Johnnys Strandhotel! Oh, das hier? Oh, ganz nett. Nicht wahr? Ja, irgendwie schon, ne? Für ein Strandhotel macht sich der Strand aber ziemlich rar, oder? Jetzt sei doch nicht so kleinling. Riech mal. Ah, oh, dieser Duft!
die salzige Brise. Gut, kommt rein. Oh komm, sieht doch gar nicht so schlimm aus. Hier noch nicht erkannt, war die Treppe da gerade kaputt oder habe ich mir nur eingebildet? Sieht doch recht angenehm aus hier, Leute. Oder? Ja, die Treppe war sogar ganz. Entschuldigung, die sah gerade irgendwie kaputt aus. Also gut. Aber nur die Perspektive, ne? Tiefer kriegt das Zimmer 101 und Aris die Nummer 102. Ihr Jungs macht es euch zusammen in Zimmer 103 gemütlich, okay? Und der Preis? Für dich gibt's natürlich Rabatt, Tiefer. Also, oh, Entschuldigung, der Bürgermeister braucht mich anscheinend. Ihr seid heute die einzigen Gäste, also macht's euch einfach bequem. Ah, oh, wenn ihr zum Strand wollt, zieht euch bitte um. Und die Waffen lasst ihr besser auch im Zimmer. Also überhaupt nicht verdächtig. Oh Mann, da wird's mal richtig heiß am Strand und ich kann nicht hin. Erstmal duschen? Ja, gute Idee. Dann bis später. Und wann ist das genau? Na, wird sich schon ergeben. Später eben. Nicht? Ja. Ich geb mich geschlagen. Ich denke, ich werde mich dann mal ein bisschen umsehen. Ach so, aber zuerst natürlich umziehen. Ich glaube, wir mit sein. Beim Original hat man sich ein Hotel nämlich gemietet und da ist er auch noch mal, ja, sein Matrosenanzug hat er sich wieder in den Matrosenanzug angezogen. So im Sinne von, oh, eigentlich gefällt mir diese Klamotte. Hey Red, was geht? Schön luftig und schattig. Gar nicht mal so übel hier. Okay. So, wo ist jetzt welches Zimmer? Kann ich rein? Nein, das ist von den Mädels, ne? Nehme ich an. Da kann man ja voll durchgucken, wenn man will. Kann man hier durchgucken? Weiß nicht. Hier kann man durchgucken. Weil sie mir gefällt. Auch Waffen brauchen Urlaub. Na, das ist überhaupt nicht verdächtig. Du musst leider hier bleiben, okay? Machen wir jetzt echt hier einfach nur so Urlaub? Okay. Warum denn das Ding weg? Oh. Strand, Jungs, Hauptstadt. Ja, muss ich mich irgendwo umziehen? Aber bitte sag mir, es gibt Kostüme in diesem Spiel. Er wird das Spiel tausendmal besser machen. Aber wird irgendwie die Story ruinieren, habe ich so Gefühl, ne? So die Seriousness aus dem Spiel. Das soll mein Bett sein? Das kracht ja schon beim Angucken zusammen. Oh Mann. Wenigstens geht's Red gut, ne? Hey, du da! Ich hätte da was viel Besseres für dich als diese olle Bruchbude hier. Hast du gesehen, rede wie es da drinnen aussieht? Diese Baracke ist doch nicht mal 100 Gil wert. Aber der Besitzer, ja, perfekt, ist auch preiswert. Schulden gestürzt, dass sich heutzutage immer noch Leute so übers Ohr hauen lassen. Alles klar, unbekannte Personen, die ich nicht kenne. Dann hau mal rein. Weil du willst mir sagen, dass dieses Hotel, das hier hinter diesen Kisten versteckt ist, nicht sehr seriös ist. Boah, hätte ich ja gar nicht mit geachtet. So. Alter. Ich kann doch nicht mal mich wegbewegen. Dabei sind Strände doch wie gemacht für Dates. Zum Glück sind wir aber da und können dir weiterhelfen. In Costa del Sol findet nämlich gerade ein super spannendes Kennenlern-Event statt. Romantik, die du niemals vergessen wirst. Finde dein Herzblatt und zwar bei Costa del Amor. Glitzer, Glitzer. Na, klingt das nicht riesig aufregend? Nicht interessiert. Hab was mit dem da zu besprechen. Bis dann. Sag bloß, das ist ein Freund von dir. Dann sag ihm mal, er soll hier verschwinden. Diese Typen in Schwarz sind nämlich voll gruselig.
Die vergraulen hier seit kurzem die ganzen Leute am Strand. Boah, die sind doch voll chill. Und an die Kleiderordnung halten sie sich auch kein Stück. Schick die mal nach Unterjunon oder so. Passen sie besser hin. Ah, wo wir beim Thema sind. In dem Aufzug kommst du auch nicht an den Strand. Sind schließlich in Costa. Da fährst du besser mit etwas Gemütlichkeit. Hab genau das Richtige. Ticket Nummer 7. 7. Hier. Mit diesem Ticket kannst du am Karneval der Karten und der phänomenalen Piratenparty teilnehmen. An den jeweiligen Veranstaltungsorten wartet schon jemand mit derselben Nummer auf dich. Und wenn ihr die Spiele zusammen gewinnt, erhaltet ihr dafür Freundschaftskarten. Und die... Aber wird das Yuffie sein? Strandbekleidung tauschen? Oh. So kommst du an den Strand und dann ein paar unvergessliche Stunden. Nicht? Dann genieß deine Zeit in Costa del Sol. Ich drück dir auch die Daumen für die Herzblattsuche. Aloha. Na gut. Die Schwarzkoten haben sich am Strand versammelt, doch nur ein angemessener Strandbegleiter ist der Zug dazu in Badabschnitt gestattet. Jetzt habe ich Minispiel, Freundschaftskarten, alles klar. Aber meine Leute sind aber alle weg. Ich habe keine Freunde, was hier? Freundschaftskarten werden als Preise bei Costa del Amor vergeben. Einfach einen Partner schnappen und die Spiele gewinnen. Cloud Freundschaftskarten eintauschen. Warte mal, hier. Strandjunge, Wellenreiter. Ausgezeichnet. Cloud besitzt keine Freundschaftskarten. Okay, da müsste aber erstmal jemand sein, ne? Von meinen Kollegen. Und ist ja alles schon umgezogen. Ah ja, ne. Dings hier. Ich brauche ein Gleit. Wheelie. Barrett. Dom, Schießstand. Dingsbums del Amor erhalten. Keine Ahnung, was das ist, aber es soll hier stattfinden. Ist ein stadtweites Event. Dabei soll man wohl neue Freunde finden. Wie es scheint, wirst jedoch du mein Partner sein. Und wieso machst ausgerechnet du bei so etwas mit? Ich will unbedingt diese Karten gewinnen. Wenn das so ist, ich will es ganz unbedingt haben, geworden. Wirklich. Einen Moment bitte. So wie sie aussehen, sind sie vom Fach, oder nicht? Tut mir wirklich ausgesprochen leid, aber professionelle Schützen dürfen nicht an diesem Spiel teilnehmen. Wieso das denn? Dann schreibt das doch dazu. Könnt doch nicht erst jetzt mit sowas ankommen. Sehe ich aus, als hätte ich ein Maschinengewehrarm oder so? Ich mache es. Aber wir, du blamierst uns. Schieße bei Piratenparty auf Zielscheibe in Form von Ungeheuern halt für zerstört Zielpunkte. Zielgeschwindigkeit schießen, alles klar. Adaptiver Trigger, was? So, warte mal, ja, ist Freundschaftskarte Cloud. So, Zeit, hast, hätte ich gerne. Also gut, dann mal feuerfrei aus allen Rohren. Ja. Aber ich jetzt schon, wird schon machbar sein, ne? Oh Gott, adaptiver Trigger, ich weiß nicht, was das ist. Los, Cloud! So, oh Gott. Ballern, ballern. Oh Gott. Oh Gott. Ich weiß nicht, was adaptiver Trigger ist. Oh Gott. Was? Sind da mehrere Runden? Ich sehe also mehrere Dinger. Na gut. Okay, Mama. Ich glaube nicht, dass ich das schaffen werde. Habe ich eigentlich Munition? Nee, ne? Ah, da ist auch noch einer. Kann ich einfach ballern so? Kann ich einfach so ballern? Oder gerade Mokri? Kann ich aber so machen? Okay, wow. Was hat denn? Ja, was im Weg, Wasser. Das ist ein Mokri.
Oh, der hat sich umgedreht. Sag mir, ich halt einfach Spam kann ich. Warte mal, ich muss 10.000 Punkte gewinnen, um überhaupt das erste Ding zu bekommen, ne? Okay. Der fette Chocobo muss dann glauben. Nein. Viel zu wenig Zeit, Mann. Nein, ich habe noch nicht mal. Ich habe noch nicht mal die Dings, ja. Die Voraussetzung geschafft, glaube ich, ne? Boah, ich muss doch 10.000 schaffen überhaupt, ne? Oh mein Gott, ey. Das wäre so ein Minispiel, hat irgendwie voll schwierig sein wird, ne? Nein, Digga, wie. Ah. Geht kaputt. So, 3.000 Punkte, erste Runde. Oh, da werde ich noch nie im Leben wieder schaffen auf 15.000 oder so. Muss ich auswendig lernen, wo die ganzen Viecher sind, ne? Die ganzen teuren Dinger rumschwimmen und so, ne? Oh, wer kommt her? Wer Stücke, die haben alle mehr Rad wie sich gerade. Er hat gerade abgehauen. Egal wem. Nein. Geht schon wieder nicht. Nur Punkte, wenn er so weit geht. Aber der letzte gibt auch voll viele Probleme, ne? So, wenigstens tut mich Bärte die ganze Zeit anfeuern, ne? Da 13.000 Punkte, wie? Na, fast. Fast 13.000, Mann. Boah. Ey. Boah. 10.000, um einfach hier vorbeizukommen, ey. Das ist schon ein bisschen krass. Spitzenduo. Hast du gehört? Ein Spitzenduo sind wir. Du und ich. Wenn der das sagt. Himmelarsch, jetzt freu dich doch zur Abwechslung einfach mal. Wird dir das nicht selbstlästig, immer und überall den coolen rausfallen zu lassen? Wie auch immer. Ich verdrück mich jetzt zum Start. Entschuldigung, der. Komm und komm danach, ja? Mein Gott, ey. Herzlich willkommen zu. Ich will erwarten, was ich hier offscreen machen kann, ne? 15.000, ey. Boah. Die Piratenbande heuert immer an. Aber anscheinend gibt es ja auch mehr, ne? Der hat gesagt Anfänger. Also, ups. Also gibt es hier noch mehr. So, Yuffie ist immer noch hier. Ich hab gedacht, die wäre irgendwie. Warte, Vorsicht, Leute. Die Wechselstube, wie die Sonderaktion, was ist das hier? Das hier, Wechselstube. Ja, da tue ich mich wahrscheinlich umziehen, ne? Aloha! Was geht? Hier können Freundschaftskarten gegen Strandbekleidung eingetauscht werden. Na so. Was nehmen wir denn?
Weil ich habe so ein Gefühl, dass wir irgendwie mehr so was wir tragen würde, ne? Strandjunge. Na gut. Benutze die Umkleidekabine in Costa del Sol, die sich unter anderem am Strand oder in der Nähe von Johnnys Strandhotel befindet, um deine Strandbekleidung zu schlüpfen. Viel Spaß damit! Wie wär's, wenn wir so oft... Die besonderen Faktoren sind ein Symbol für Glück. Oh ja, hab ich mir schon gedacht, ne? Na los. Blip. Na dann mal los. Rang 1 Soldat. Aber sag mir, diese Sachen tun auch außerhalb der Kämpfen. Während Costa del Sol kann nur zur Strandbekleidung gewechselt werden. Nein. Boah. Für verwegene Kerle, die auf den höchsten Wellen dieser Welt thronen und deren Haar stets perfekt Halt hat. Ja. Na klar. Ganz schön dürre, ne? Der Cloud. So. Begib dich zum Strand, sobald du bereit bist. Ich nehme mal diese Fahrten kann ich ja noch offscreen machen, wenn mir noch irgendwas fehlt. Habe ich noch. Ich dachte, ich müsste noch mehr Minispiele machen. Hm. Mit einem Wheelie lässt sich Costa in Windeseile erkunden. Ja, ja. Soldat approved, ne? Was ist das da? Also weg, Leute. Ach, jetzt wäre eine Umkleide. Die Typen machen mich für den Strandbesuch vorbereitet. Ja, die wollen auch ja. Willst du runter? Die wollen auch ihr Date hier irgendwie. Die wollen auch irgendwie ihre Dates hier finden, ne? So. Müssen wir eigentlich auch noch ein paar bekannte Gesichter treffen, wenn ich mich irre. Was sind das für Typen? Oh, da vergeht einem ja die Badelaune. Oh, Cloud. Die Schwarzkutten zieht's wohl zum Strand? Ja. Eigentlich tun sie ja keinem hier was zu leide. Aber die Leute behandeln sie wie den letzten Dreck. Da verliert man echt den Glauben an die Menschheit. Wie eklig. Penner! Verzieh dich! Ey! Verzieht euch selber! Ah. Matrosen zur Rettung. Wir sind nur missverstanden, ne? Ja, eigentlich schon. So ein bisschen, ne? Red. Mich an die Slums. Bist du schon fertig? Eris? Eris, ist was? Red? Welche Farbe hat die? Gar keine. Bislang war sie weiß. Zumindest, als ich in Midgar war. Materia bestehen aus dem Lebensstrom. Sie bergen Erinnerungen, Wissen. Dann waren das die Mäuren? Hat dir viel bedeutet, was? Sehr viel. Kopf hoch, Eris. Frag doch mal tiefer, ob sie schon fertig ist. Mach ich.
Ja, ich wollte schon sagen, dass die sie immer mehr Haar trägt, ne, die Materia. Die wird auch ein bisschen später als wichtig sein, ne? So. Okay. So, was ist halt mit der Stimme hier von Red? Naja, ich habe so das Gefühl, ich weiß, warum das so ist, ne? Aber ich will jetzt wieder den Mund halten erstmal. Weil, ja, man, ich nehme an, das erfährt man, ja, müsste man eigentlich später erfahren, ne? Warum sind wir in Clouds Raum? Ist das ja allgemein die Dusche für jeden? Geh lieber nicht alleine raus. Nimm tiefer mit, wenn du in die Stadt möchtest. Oh ja, dann erfährt man dann noch alles, ne? So, alles klar. Tifa, bist du fertig? Ich wäre soweit. Ja, sofort. Warte kurz. Okay, bin startklar. Jetzt fehlen nur noch die passenden Outfits. Und dann flanieren wir am Strand. Hm. Also müssen wir mit dem beiden jetzt Mini-Free machen? Dann mal los! Ja, drücke werden, das kostet soll Armor, wenn es L2 um zwischen Aeris und Tifa zu wechseln. Deine Entscheidung, wen du steuerst, hat keinen Einfluss auf den Fortgang der Geschichte. Oh, alles klar. Für den Chat könnte man allgemein machen. Charaktere so wechseln außerhalb der Kämpfe. Das wäre ziemlich cool. So, ich habe schon ein paar Mal L2 gedrückt, aber hat nichts gebracht. Da habe ich gerade L2 gesehen. Willst du meine Weile vorgehen? Ja, gern. Alles klar. Whoa. Ich kann mich rollen. Geh du mal vor. Okay, mir nach. Alles klar. Na gut, dann müssen wir mit den beiden jetzt auch Kostüme hier freischalten, nehme ich an, ne? Ja, ihr zwei Hübschen, unterwegs zum Strand. Wenn ihr noch die passende Kleidung braucht, dann nehmt doch an unserem Costa del Amor Event teil. Ah, was? Es gibt eine Reihe spaßiger Spiele, die euch sicher gut gefallen werden. Und euer Haustier kann auch mitmachen. Oh, das klingt lustig. Nicht wahr? Also dann, hier ist euer Ticket. Mal 77. Alles klar. Bereit für ein bisschen Spaß? Mhm. Lass uns mal schauen. Na und was machen wir denn? Wilde hat's. Interessiert mich schon so ein bisschen. Ist halt irgendwie was mit dem Dings? Klavierkonzert. Fotowettbewerb. Lass mal Fotowettbewerb machen. Obwohl, ich muss wahrscheinlich für alle drei hier machen, ne? Damit ich hier für alle drei ein Kostüm freischalte, oder? Okay, ich weiß nicht, warum ich... Oh, warte. Willy. Ausgezeichnet. Das ist Aeris auch am Start. Vorgesetzter hier eintreffen wird, bleibt noch etwas Zeit. Daher hielt ich es für eine gute Idee, mich vorab mit der Gegend vertraut zu machen. Ach so. Tja, vielleicht könnten wir ja was zusammen machen. Wirklich? Sicher doch. Oh, vielen Dank. Dann laufe ich gleich schon mal vor und suche nach diesen Glückskaktoren. Ja. Einen habe ich schon gefunden.
Okay. Für Glückskarton, Glückskarton, Karte, alles klar. Einen haben wir ja schon gefunden, ne? Und zwar hier, glaube ich, ne? Oder? Ne? Irgendwo da unten am Strand. 30, 40, 70. Wenn ich jetzt sitze, hier schon der Eingang. Es hat die ganze Zeit. Er ist nicht lesen am Steuer. Hey, warte mal, kann ich mit Chatley reden, wenn ich hier mit Eris? Wie kommst du mit den Weltberichten voran? Ach komm. Sag mir Bescheid, falls es etwas gibt, wobei ich dir helfen kann. Es gibt noch viele weitere Phänomene. Ich dachte, da gibt es jetzt einen neuen. So, hier war das, glaube ich, ne? Nee. Ich dachte, da gab es einen neuen Dialog, wenn ich hier mit Eris mit Chatley rede. Oh, Entschuldigung. Ne, hier war das doch. Ja, genau, hier war das. Das Ding nicht gesehen von Weitem. Hier muss doch irgendwo. So, Kamera aufholen. So, aber muss ich da. Warum ist da 70%? Wie kann ich zoomen? 70%. 100%. Oder schießen. Aber ich muss sie auf 70% einstellen. Sag ich. Ja, ich krieg genau 70%, pass auf. Ich will 71%. Ui. Würde ich gerne mal streicheln. Nein, willst du nicht? Ich glaube, ich habe mich da gerade verguckt. Nein, du willst den, glaube ich, nicht. Was ist da los? Aus dem Weg. So, wenn mir ja auf der Karte notiert, ich glaube ja. Oh, eine Wurf red an. Magisches Eis. So, ich soll vielleicht mal auf die Karte gucken, ne? Hier vielleicht? Oder doch eher dort? Hier soll irgendwo sein. Da. Ja, dann haben wir mal die Kamera raus. Nein, zoom. Warum ist das nicht richtig? Warum darf ich nicht mehr als Zoom auf 10%? Was zum? Warum soll ich denn von so weit? Warum soll ich denn auf 10% einstellen? Ja, aber weiter kann ich nicht zurück. Meine Güte. Nein, nicht umdrehen. Ja, weiter zurück kann ich nicht. Durch ihn ja. Nein, nein, mich täuschst du nicht. Ja, also. Eine Fälschung erkenne ich sofort. Ja, weiter aus rauszoomen kann ich nicht. Und so. Ist doch grün. Was sind das für Faktoren? Ja. Ein Glücksfaktor. Jede weitere Begegnung schweißt uns noch enger zusammen. Warum soll ich denn noch? Warum soll ich den denn so weit wie möglich abschießen? Was ist das denn für eine? Ah. Na, gleich habe ich die 4000. Ich glaube, 4000 brauchte ich mit der Karre, ne? Dem Paradies für alle Tiere schnellen Läufer. Ah. Nee, machen wir erstmal die Fotos hier. Sorry, Red.
wollte ich nicht so Roadkill machen hier. So, ich muss hier. Da war der mit 10%, 70. Ne, der mit 30 habe ich nicht. Oh Gott, oh Gott. Ein bisschen schwer zu, ja okay, ist ein bisschen schwer zu fahren, wenn ich hier nicht auf die Karte gucke. Okay. Oh. Meine Güte, wie schon genau dahin gucke. So, 40. Wenn das denn nicht richtig ist, aber ja auch nicht. Ich weiß auch nicht, warum ich ausgerechnet von 40% hier. Ein Leben ohne dich ist bereits unvorstellbar geworden. Wir bleiben zusammen für immer und ewig. Ich weiß, dass es dir genauso geht. Meine Güte. Man stimmt mit dem Typen nicht. Okay. 40 war das, ne? Heute reist man per Wheelie. Das heißt, der 30er fehlt mir noch, ne? Unser heutiges Klavierkonzert beginnt in Kürze. Oh Gott, Klavier? Das schaffe ich nie im Leben. So, da ist der Eingang, den kenne ich noch hier. So, aber hier waren wir noch gar nicht, glaube ich, ne? Doch, von hier sind wir gekommen. Doch, hier ist der Steg, wo das Ding war. Oh, hier ist irgendwo was. Oh. Hm, oh. Wo bist du? Meine Foto. Meine Fotosinne schlagen Alarm. Wo bist du? Oh, bist du, du Stück? Ich weiß, du versteckst dich hier irgendwo. Ah. Wo ist er denn? Warum schuften, wenn man sich auch amüsieren kann? Hm, irgendwo hier. Halt, gucken alle dahin. Oder Leute, dann irgendwo hier sein, ne? Na los, komm, wo bist du, du Stück? Genau hier. Ups. Sag mal, ich finde den nicht. Ups. Vielleicht ist er so einfacher, den zu finden. Nee. Meine Güte, wo bist denn du? Da ist sie. Seid Vorsicht! Hier irgendwo ist einer. Ich weiß wo. Ja, wo denn? Hm. Hier tun die Leute irgendwie so aufschreien. Meine Güte. Ich finde den nicht. Wo denn? Da muss er schon etwas weiter weg sein. Kaktor. Boah, Leute. Boah, kann doch jetzt nicht sein, dass ich hier so lange brauche, den zu finden. Na wo denn? Ist bestimmt irgendwo da am Schiff oder so. Ist doch nicht, Mann. Wo bist du, du Stück? Das ist genau ja gleich wie mit den Soldaten hier, ne? Muss ich jetzt hier wieder einen Schnitt machen, bis ich den finde?
Alter, wo ist der? Kann doch jetzt nicht sein, Mann. Ich habe schon überall hingeguckt. Wie spaßig, das macht Laune. Leute, ich finde den nicht. Kippst du jetzt einfach nicht, Mann. Boah, wo bist du? Warum schuften, wenn man sich auch amüsieren kann? Wow, Vorsicht, Leute. Wie spaßig. Könnt ihr denn nicht sehen, dass ich hier auf der Straße stehe? Alter. Wo ist der? Wer hat da jetzt schon überall hier gesucht? Warum schuften, wenn man sich auch amüsieren kann? Ich finde den nicht, Leute. Boah. Alter. Hier irgendwo ist einer. Ich weiß es. Wie spaßig. Das macht Laune. Irgendwo hier. Jeder hat Gebiet zählt auch noch anscheinend. Aber wo genau war das bloß? Hier hat Gebiet zählt auch noch. Wir sind ja alle hier. Boah. Du kannst auch ein bisschen übertreiben mit dem Verstecken hier. Ich die anderen beiden so schnell gefunden habe, ne? Warte mal, die Kinder haben gerade an den Hydranten, an dem anderen. Ist da nicht einer? Das ist aber nicht der richtige. Na, seht ihr, da ist einer, aber da ist nicht der richtige. Ist das? Nicht mit mir. Dann ist er bestimmt an einen anderen Hydranten, ne? Irgendwo hier in der Nähe. Da ist einer. Hier irgendwo ist einer. Ich weiß es. Da ist er. Boah, ich grad, ey. Wollte schon sagen, die Kinder sind schon die ganze Zeit da am dran suchen. Oh Mann. Jetzt muss ich wieder gucken, wie ich hier genau perfekt da stehe. So, mein Gott, ich weiß nicht, warum man genau die Prozentzahl hier erreichen muss, aber okay. Ein stacheliges Schnuckelchen. Mir ist ums Herz. Boah, das hat wieder länger gedauert, als es eigentlich sein musste. Hätte ich ganz aus dem Blick verloren, was mir wirklich wichtig ist. Aber auch das Feuer, das in meinem Herzen für Shinra lodert, lässt sich nicht so leicht löschen. Ist er nicht ein Charakter aus dem ersten Teil? Hier irgendwo ist einer. Okay. Melde dich bei der Rezeption, alles klar. So, krieg ich meine 4000 Dinger noch hier zusammen, wenn wir schon mal hier sind. Ja, komm. Alles klar, gut. Ja, der hat schon wieder länger gedauert, als es sein musste. Eine Sekunde. Ich will mal kurz eine Runde drehen. Aus dem Weg, Leute. Und zack, 4000. Nochmal für ihre Teilnahme an der Weedy-Aktion. Gib mir meine Belohnung. 4000 Meter. Weltenbummler Pin. Ihr Kilometerzähler. Wow! Ich bin wirklich überwältigt. Damit haben sie sich ihre Meisterlizenz verdient. Ihre Hingabe zum Weedy-Fahren ist schon jetzt legendär in Costa. Darüber wird man noch lange reden. Dieses Geschenk wird dienen, yay, den höchsten Grad an Perfektion beim Weedy-Fahren erreicht haben. Es ist mir ein Ehre, überreichen zu dürfen. Ich wünsche Ihnen auch weiterhin jederzeit freie Fahrt. Und nicht vergessen, Sicherheit geht vor. Nein. Aloha, Meister der Wheelies. Ihr Besuch ehrt mich.
Okay. Da war dieser Weltenbummler-Pin. Irgendwas zum Ausrüsten, ne? Terio-Ring. Analyse. Das ist eigentlich nicht auch nicht schlecht, ne? Weltenbummler-Pin. Schreibt alle 100 Schritte ein Gil. Gut, weit. Das ist nicht schlecht. Muss ich dafür Dings hier ausgerüstet haben? Okay, das halte ich eigentlich, mein ein Geld ist relativ wenig, aber meine Güte. So, gehen wir noch die Mission hier ab, nehme ich an, ne? Ja, gucken wir mal. Nein, ich muss erstmal. Viel Spaß damit. Ah, nee, hier ist das, meine Güte. Hier, du. Ja, Vorsicht. Dann schauen wir mal. Herzlichen Glückwunsch! Der Glückstaktur-Fotowettbewerb wurde erfolgreich abgeschlossen. Eure Hilfe ist ein wenig beinahe vergessene Amore in mein Leben zurückgekehrt. Ach, und würde es dir was ausmachen, wenn ich diese Fotos mit den Glückskaktoren auch an meine Familie schicke? Meine Frau und meine Tochter freuen sich bestimmt darüber. Ganz und gar nicht. Wenn sie überhaupt nicht freuen. Wenn ich meiner Familie Freude bereiten will, darf ich nicht nur Trübsal blasen. Wow. Oh. Am Apparat, was kann ich... Verzeihen Sie vielmals, bin schon unterwegs. Was, nimm mein Wheelie. Alles Gute. Bin schon unterwegs! Wartet auf mich! Was? Johnny? Alter. Tiefer? Oh Mann. Ja, die Szene kenne ich noch aus dem Original. Johnny ist sausement. So, aber erst einmal ziehen wir uns um, würde ich sagen, ne? Kann ich mir immer nur eine Klamotte aussuchen? So, Alice Freundschaftskarten eintauschen. Ach, guck mal hier, rosa rote Meerjungfrau, sonnige Blüte. Was will ich denn eher? Ich würde eher so was geben. Oder weiß nicht. Was sind da die beiden Klamotten für die Mädels? Kann ich mir anschauen? Oh, kann ich mir anschauen. Ah, cool. Na gut, dann tun wir mal für Aris hier. Weiß nicht. Ich würde sagen, das wird irgendwie so mehr zu ihr passen, ne? Sonnige Blüte. Viel Spaß damit. Dann hat Aris schon mal hier ihre... Boah, pass auf, die Dinger hier gehen. Drehen durch! Oh! Oh. Dann ziehen wir schon mal Aris um, nehme ich an, ne? Ich hoffe, die anderen kann man dann auch noch irgendwann kaufen, ne? Barkeeperin, Blumenmädchen. Während Costa del Sol Amor kann nur Strandbekleidung gewechselt werden. Ach, während der Costa del Sol Amor, okay. Oh, ich hoffe, dann kann man die Klamotten auch irgendwie im Kampf oder so. Er wird ein bisschen die Story ruinieren, aber hey, weil irgendwie so unterwegs ist in der Weltkarte, ne? Ja, guck mal. Oh, voll hübsch. Sonnige Blüte. Yay, woo. So, hat das jetzt irgendwie hat damit zu tun gehabt, dass ich mit Aris die Mission abgeschlossen hatte, warum sie hier ein Dings bekommen hat? Und dann müssen wir als nächstes mit Tifa spielen, ne? So. Na gut, dann würde ich aber sagen, ich mache hier einen Schnitt. In der nächsten Folge sehen wir uns dann wieder, wenn es heißt Final Fantasy 7 Rebirth, ne? Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Wenn ja, hinterlasst bitte ein Like, ein Abo oder ein Kommentar. Das würde mich voll freuen. Dann sehe ich euch in der nächsten Folge wieder. Ciao.